Hallo ihr Lieben. Ja, ich habe schon eine Weile nichts von mir hören lassen. Ja, ist nicht großartig weiter passiert in dem Sinne. Bin ein bisschen sauer auf mich selber, dass ich meine Exposition halt nicht weitergeführt habe. Muss ich halt wieder von vorne anfangen. Mein Standardsatz, man kennt ihn ja. Ja, wie geht's mir im Moment? Im Moment habe ich eine echt blöde Phase, also beschissene Phase, besser gesagt. Ich krieg andauernd Panikattacken. Gut, ich habe deswegen auch im Moment sowieso eine schlechte Phase, weil gestern der dritte Todestag von meinem Papa war zum Beispiel. Da ging es mir auch nicht so besonders, was logisch ist. Hatte ich ja schon mal in meinen Videos erklärt, dass er halt eine Bezugsperson, eine sehr feste Bezugsperson von mir war. Und ja, ich werde in dem Video jetzt auch ein paar Sachen wieder erklären. Manche meinen vielleicht, dass ich vielleicht ein bisschen zusammenhangslos hier erkläre in meinen Videos, aber ich sag mal so, das ist mein Videokanal, mein Blog und ich mache das so, wie ich es für mich für richtig halte. Ich zeige mich authentisch, ich spiele hier nichts vor oder ja, ist nicht mein Metier. Gut. So, wie waren denn die Weihnachtsfeiertage? Fangen wir mal damit an. Ja, die Weihnachtsfeiertage waren ja eigentlich sehr angenehm, sehr schön für mich. Ich habe meinen Bruder nach 8 Jahren wieder getroffen. Da kann ich gerne mal ein Foto reinmachen. Hab mich riesig gefreut. Mit meiner Schwägerin zusammen haben sie mich beide besucht. Und einen Tag lang waren sie hier, sind extra aus Duisburg hierher gefahren. Ja, und abends wieder zurück. Also verrückter geht's nicht. Ich würde es nicht machen, aber gut. Ich bin ja nicht mein Bruder. Gut. Denn Weihnachtsfeiertage haben wir zum Beispiel Heiligabend mit unserem besten Freund, weil der ist ja auch alleine, haben wir zusammen gefeiert. Da habe ich auch ein super schönes Geschenk gekriegt. Das steht hinter meinem Handy hier gerade. Von meinem Mann und von ihm in Co-Produktion getätigt. Mal sehen, ob ich das poste, das Video. Weil ich habe da so ein paar Planungen dieses Jahr. Und schauen wir mal, ob es klappt. Ja, ich wollte eigentlich schon damit angefangen haben, aber man kennt, wenn man mich ein bisschen kennt mit meiner Agoraphobie und mit meiner Erfahrung, die ich so in den letzten, ja, mittlerweile sind es ja schon 4 Jahre gemacht habe mit bestimmten Hatern, sage ich jetzt mal, grault es mich ein bisschen davor, das zu machen. Aber damit stärkt man wohl sein Selbstbewusstsein so ein bisschen, habe ich mir sagen lassen. Und ich muss langsam wieder lernen, drüber hinweg zu gucken. Weil ich bin es auch langsam leid, diese Thema. Ja, also wer mich kennenlernen möchte, halt, der macht's. Und wer nicht, der macht's halt nicht. Wer auf Hörensagen achtet, der hört halt auf Hörensagen. Ich habe mir vorgenommen für dieses Jahr, ich möchte viele positive Sachen erleben. Ich möchte viel Spaß haben, möchte tolle Treffen haben mit Freunden. Ja, einfach nur Positives erleben. Und ich habe mich auch schon bei Facebook von sogenannten, in Anführungsstrichen, Verräterschwein, für Deutsch gesagt, verabschiedet, habe die aus meiner Freundschaftsliste geschmissen. Ja, von daher, ich möchte einfach da in diesem Punkt einfach ja nicht mehr drauf eingehen, werde ich jetzt auch weiterhin nicht mehr drauf eingehen. Ja, ansonsten, wie ihr sagt, mal schauen, ob ich das poste. Ich gucke jetzt so ein bisschen hoch, weil das ist riesengroß, was die neben mir steht. Was ich so schön von meinem Mann und unserem besten Freund gekriegt habe.
Ich kann es ja eigentlich auch sagen, ist auch Schwachsinn. Ne? Ich habe einen PC geschenkt, die kriegten selbst die Bauten. Und unser Kumpel, der ist Systemadministrator, bla blups, frag mich nicht was. Also der kennt sich mit sowas aus. Und die Kiste, die hier steht, die ist scheiße teuer. Ich habe in meinem Leben noch nie so ein teures Weihnachtsgeschenk gekriegt. Ja. Ich kann meinem Hobby wieder frönen. Ich kann nach 3 Jahren, weil mein anderer PC, der funktioniert ja überhaupt nicht mehr. Ja, ich kann jetzt wieder meine Untersuchungsvideos machen. Ich kann Auswertungen machen, wo ich eine Menge zu tun haben werde. Ja, schauen wir mal. Ich bin immer noch baff, wenn ich das Ding hier sehe. Ich habe 2 Monitore, ich habe hier einen Tower, einen riesengroßen. Ich habe dazu noch Spiele geschenkt gekriegt und passend zu meinem Hobby habe ich dann noch das Spiel Ghostbusters gekriegt. Schönen Gruß nochmal an Mario, so heißt er. Ja. Wenn er das sehen sollte. Ja, ich bin absolut begeistert und habe auch irgendwo ein schlechtes Gewissen, wie ihr sagt, dass ich habe noch nie in meinem Leben so teures Weihnachtsgeschenk gekriegt. Ja, jemand sieht man auf meinen Stuhl, meinen neuen Gaming-Stuhl. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall freut es mich, dass ich mein Hobby jetzt endlich wieder zumindest erstmal virtuell ausarbeiten kann, unsere Homepage bearbeiten kann, unsere Videos wieder machen kann. Und ja, habe ich eine Menge zu tun. Ist erstmal für mich umständlich, dass hier 2 Monitore stehen. Ist aber praktisch, habe ich schon festgestellt. Ja, gut. So, wie lief Silvester für uns ab? Wir haben total verpeilt, Silvester Leute einzuladen. Wir haben zu dritt gefeiert, war aber auch schön gewesen. Wir haben Raclette gemacht. Ja, wir haben halt gemütlich zusammengesessen, haben Spaß gehabt. Ich habe Livestreams gemacht bei Facebook. Die kann ich aber irgendwie, ich weiß nicht, wie man das macht, keine Ahnung, irgendwie runterziehen und die könnte man hier auch mit einblenden, aber ich weiß nicht, wie man das macht. Also so gut kenne ich mich mit dem PC nicht an, aus. Ich bin zufrieden, wenn ich einen PC ankriege und wieder auskriege. Ja. Ich bin auch bei meinem Blog am Anfang live gegangen, Silvester. Ich will das aber nicht immer so alle zu sehr ins Lächerliche ziehen, obwohl ich ja eigentlich gesagt habe, ich zeige mich so, wie ich bin. Ich bin nun mal eine humorvolle Person und mache gerne Scherze und so. Und ich überspiele teilweise auch sehr viele Sachen durch meine Angst, die ich kriege. Aber man merkt auch, wenn bei mir wirklich was aus vollem Herzen kommt, halt, dass ich einen Scherz mache, dass ich lache. Ja, so bin ich halt. Da ich aber mit meinem Blog ein bisschen was anderes erreichen möchte, als Späßchen zu machen, mit unter anderem, dass ich viele Leute damit erreiche, halt, dass es diese Erkrankung gibt. Auf YouTube habe ich jetzt zum Beispiel mitgekriegt, dass da viele Leute sich dafür auch interessieren, was ich so poste. Bin auch sehr dankbar für die 77 Abonnementen, die ich schon habe. Tausend Dank. Auch für das Zuschauen danke ich euch ganz herzlich. Ich habe auch ganz liebe Kommentare schon drunter gekriegt, dass ich eine starke Person bin und ich schaffe das. Und ja, das muss meine Psyche mal irgendwann mal endlich schnallen. Ich habe auch wieder verschiedene Fragen gekriegt. Ja, ich weiß nicht, ob ich die jetzt hier einblende oder ob ich die jetzt einfach so beantworte. Ich mache jetzt ein durchgehendes Video, das wird jetzt ein reines Quatschvideo. Also, ja, wen es interessiert, bleibt einfach dran. Ansonsten tut es mir leid, was andere kann ich im Moment nicht präsentieren. Ja, mit unter anderem wurde gefragt, warum ich in dieser Studie nicht mehr drin bin. Oder ich, besser gesagt, man war verwundert gewesen, dass ich nicht mehr in der Studie bin.
Ja, die bin ich schon seit letztem Jahr März nicht mehr. Ja, ich glaube, das ist März. Der Grund dafür ist ganz einfach, ist ja bekannt gewesen, dass ich von der Charité Berlin, das war eine Studie gewesen, wurde ich halt als Proband mit dazu genommen. Und der Grund dafür, dass ich da rausgeflogen bin aus dieser Studie, ist ganz einfach, weil ich den Leuten oder den Psychologen, keine Ahnung, Ärzte, was auch immer alles ist, nicht zu schnell genug war. Man hat einen Zeitkontext gekriegt. Ich muss mal gucken, ob ich den irgendwo noch habe. Irgendwo muss ich meinen Hefter hier noch haben. Das ist so ein Planer drin gewesen. In einer bestimmten Zeit muss man bestimmte Sachen absolvieren. Und hält man das nicht ein, dann bringt man diese ganze Studie wohl durcheinander. Und ja, dadurch bin ich dann rausgefallen. Bin auch sehr sauer gewesen. Ich habe auch die Studienleitung angeschrieben per Mail. Wurde dann auch gleich sofort zurückgerufen und mir wurde natürlich versucht, Honig ums Maul zu schmieren, von wegen, ja, wir haben mit ihrer Psychologin gesprochen und sie verstehen sich ja ganz gut mit ihr und hast du nicht gesehen und tralala. Ja, das bringt mir nicht viel, wenn ich mich mit jemandem nicht verstehe und eigentlich im Grunde genommen hat das nicht viel gebracht. Sie ist zwar mit mir rausgegangen, ist mit mir mit der S-Bahn gefahren. Sie hat da mit mir halt das Theoretische so durchgegangen, was der Angstkreislauf ist und so weiter und so fort. Ja, aber eigentlich muss ich jetzt im Nachhinein ganz ehrlich sagen, auf meine Fragen explizit auf, wie kann sowas entstehen und also diese Erkrankung, Agoraphobie und so, konnte man nicht direkt darauf eingehen. Man hat mich auch darum gebeten, bitte Stillschweigen darüber zu wahren, normalerweise. Ich habe nicht dazu Ja gesagt, ich habe nicht dazu Nein gesagt. Ich möchte aber ehrlich sein, was so eine Studie angeht. Bin ich enttäuscht davon. Ja. Ich hatte echt mit mir gehadert, weil bei uns in der BZ drin stand, diese Studie. Und daraufhin habe ich mich ja dann an die Charité gewandt, weil ich die gelesen habe, ob ich mich an die BZ wende und das mal als Ex-Proband mal so ein bisschen erzähle, wie das da so abläuft. Aber ganz ehrlich, nö, warum? Die Leute müssen ihre eigene Erfahrung damit machen. Und ob ich das nur erzähle oder in Frankfurt platzen Würstchen, also ja. So, ansonsten, wie ihr sagt, ich bin enttäuscht von dieser Studie. Sie hat mir etwas gebracht, auf jeden Fall. Sie hat mich zum Nachdenken angeregt. Sie hat auch irgendwo gegriffen bei mir so ein bisschen. Ich habe wieder an Sachen gedacht, zum Beispiel, die habe ich eigentlich schon vergessen gehabt. Die wurden so ein bisschen hochgeholt. Eigentlich von mir aus, weil die wurden ja nicht angesprochen, weil es wurde ja wirklich nur der Schuh gefahren, man muss rausgehen, man muss rausgehen. Also auf die Problematiken, die man so hatte, ja schön, die hast du zwar, musst du durchleben, aber eigentlich ist das egal, du musst schon rausgehen und ja schön. Ich bin immer noch der Meinung, man kann mich gerne verbessern, man kann mich eines Besseren belehren, man sollte aber auch mitunter die Gründe behandeln. Handeln zusätzlich. Das machen die Psychologen aber wohl nicht, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe bei mehreren Leuten mit dieser Erkrankung. Und ja, entweder man ist mit der schnelllebigen Gesellschaft heutzutage konform oder man fällt halt aus dem Raster und hat halt Pech gehabt. Mir wurde dann halt zwar nahegelegt, ich sollte mir da irgendwie jemanden beantragen, der mehrfach die Woche wohl kommen würde. Keine Ahnung, wie man das nennt. Man konnte mir aber auch nicht unbedingt eine Adresse dazu sagen, wo man die genau beantragt. Die musste ich mir selber raussuchen und dann ist es nicht mal das, was sie eigentlich haben wollte.
nächste Problem wäre dann gewesen, so eine Beantragung gerade in Berlin dauert halbes Jahr, ja, kann schon was länger dauern, weil unsere Ämter sehr überfordert sind. Ja, und dadurch hat man dann natürlich dann so ein bisschen Pech. Also muss man selber irgendwie versuchen, seine Angst zu überwinden. Aber wenn man eine schwere Agoraphobie mit Panikstörung hat, wie ich zum Beispiel, die immer wieder zurückfällt, hat man ja jetzt nur mitgekriegt an meiner Videos, dass ich immer wieder zurückfalle. Ich habe mich verletzt, da bin ich wieder zurückgefallen. Ich bin zu weiten Schritt gegangen, den ich eigentlich nicht wollte, aber meine Psychologin damals wollte das. Ich musste unbedingt einen Bus fahren, damit bin ich auch wieder zurückgefallen. Also jeder muss für sich selber entscheiden, was er schaffen kann und was nicht. Gut, den inneren Schweinehund muss man schon überwinden, das ist klar. Aber man muss für sich den Zeitpunkt rausfinden, der beste Punkt ist. Also, was auch haften bleibt, dass man auch immer weiter draußen bleibt. Ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen alles an. Ja, du sitzt ja jetzt wieder zu Hause und das hat ja wohl nicht ganz gefruchtet. Nee, ist richtig, habe ich gerade gesagt. Das hat bei mir, dadurch, dass ich noch nicht bereit war, Bus zu fahren, ins Negative ausgeschlagen. Und dieses Ausrutschen hier im Treppenhaus bei uns, weil diese blöde Bumsbude, die bei uns hier alle Jubeljahre mal vorbeikommt und sauber macht, zu nass gewischt hat, dass ich so ja mit Turnschuhen ausgerutscht bin und mir das Knie verletzt habe, wo ich mehrere Monate damit zu kämpfen hatte. Ja, hat mich dann auch nochmal zurückgehauen. So, nun habe ich den Salat, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. So. Gut, ansonsten wurde ich mit unter anderem auch gefragt, ob ich zum Beispiel auch so, wenn ich Panikattacken kriege, mit unter anderem, dass ich mich übergeben muss. Also mir ist schon schlecht. Ich war auch kurz mal schon davor, dass ich mich übergeben musste, aber habe ich noch nicht. Toi, toi, toi. Ja. Ja. Ansonsten, so, was waren jetzt noch für Fragen? Ach so, auf Facebook habe ich natürlich auch ganz liebe Zuschriften gekriegt per PN von Leuten, die mir Mut gemacht haben. Mach bitte weiter und deine Videos sind klasse. Ja, es sind einfache Videos. Ich mache jetzt hier nicht irgendwie Tara Bumswallera da draus. Ich möchte halt so rüberkommen, wie ich gerade bin, wie ich das schon mal gesagt habe, jetzt mehrfach. Und ja, sollen reine Aufklärungsvideos sein, weil ich damit viele Menschen erreichen möchte, erklären möchte. Ich freue mich über jeden, der mich was fragt bezüglich meiner Erkrankung. Ja, Negatives wird natürlich ausgeblendet. Also negative Menschen ist klar, habe ich ja nur schon eingehend gesagt, dass ich nur positive dieses Jahr erleben möchte. Und Lügenbaronen und so was, alle brauche ich nicht. So, gut. Ansonsten, ja, wie es mir geht, habe ich eigentlich gesagt. Was ich sonst so tagsüber auch mache im Moment, auch wenn es mir nicht gut geht. Ich habe ja schon mal gezeigt, dass ich zum Beispiel eine Gardine gehäkelt habe. Also ich häkle im Moment sehr viel. Will ein neues Projekt auch anfangen. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Ich möchte ja ein Foto nachhäkeln. Weil mein lieber Mann wollte unbedingt mal zum Ärztekonzert, aber nach Freigeben der Karten von den Ärzten waren die innerhalb von Minuten ausverkauft, weil irgendwelche Bots die Karten aufgekauft haben und für doppelt so viel, wenn nicht so ja dreifach so viel bei eBay und hast du nicht gesehen, verkaufen und was eine absolute Schweinerei ist. Somit hat er keine Karte gekriegt. Ja. Für die lieben Kommentare, wo ich so ein bisschen geschminkt bin. Ich bin im Moment auch ein bisschen geschminkt. Und meine Locken und so, dass ich echt toll aussehe und so. Ja, ich versuche es irgendwie hinzukriegen, dass ich so ein bisschen mein Selbstbewusstsein mal wieder selber so ein bisschen auf die Reihe kriege. Schauen wir mal.
Ich gebe mir halt Mühe. Wir haben jetzt unsere Ernährung auch umgestellt, weil mein Mann ist ja auch Diabetiker. Und der hatte letzte Woche eine leichte Entgleisung mal wieder gehabt, so hohen Blutzucker gehabt. Ja, die Ärzte meinte dann zu ihm, er müsse ganz dringend seine Ernährung umstellen und wäre es nicht besser, wenn man ein Magenband legt? Also, was so eine Scheiße soll, sorry für die klare Wortwahl, verstehe ich nicht. Also, man kann auch erstmal versuchen, so abzunehmen, anstatt gleich mit so einem harten Mitteln zu kommen. Das ist ja schön und gut, Magenband, aber das hat auch Risiken und sorry. Ja, so, wir haben jetzt Ernährung umgestellt. Damit habe ich zusätzlich gleichzeitig auch noch mit zu kämpfen. Mein Magen hat gerade mächtig zu rumoren und Schmerzen. Was dann wieder nachteilig ist für meine Agoraphobie, dann denkt man, man hat es mit dem Herzen, weil man genau hier den Druck hat, also Speiseröhre, Magen. Und muss ich erstmal der Körper drauf einstellen. Ich trinke mehr jetzt, ja, weil ich ja durch meine Agoraphobie 2017 mit dem Tod meines Vaters massiv zugenommen habe. Ja, will ich mal wieder runterkommen und dass es mir auch ein bisschen besser geht, auch was Verletzungsrisiken so angeht, dass sie so lange dauern, bis sie ausgeheilt sind, mit unter anderem, ja, muss man halt abnehmen. Gut, ansonsten, ich bin nicht verschuttet gegangen, ich habe im Moment, wie gesagt, eine schlechte Phase. Die dauert bei mir leider Gottes etwas länger. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Patienten halt ist, die diese gleiche Erkrankung haben, Agoraphobie mit Panikstörung. Wie lange bei denen die diese Phasen halt dauern. Im Moment ist sie halt ja, negativ bei mir. Ich weiß, ich muss sie überwinden. Also ich weiß es, meine Psyche anscheinend nicht so, weil die spielt dann wieder Theater. Jetzt in dem Moment zum Beispiel ist mir auch doof und so, aber das merkt man mir zum Beispiel auch nicht an. Das ist auch so, da hat mir jemand geschrieben, ich glaube, Marie war das, die jetzt auch einen eigenen Blog hat. Liebe Grüße, Marie. Auch mit der gleichen Erkrankung, aber bei ihr ist es anders, die Erkrankung, wie bei mir. Sie kann rausgehen, aber sie hat als Sicherheit ein Fahrrad immer bei sich. Ich habe ja nichts dabei. Man denkt immer bei mir, dass ich mein Handy als Sicherheit dabei habe, aber ist nicht so. Wie gesagt, jeder bekämpft seine Krankheit irgendwie anders. Und komischerweise hat es auch die gleichen Erfahrungen mit Therapeuten gemacht wie ich. Also es gibt, ich lerne immer mehr Leute kennen, die diese gleichen Erfahrungen mit Therapeuten gemacht haben. Ja, und wie gesagt, die Marie macht auch einen Blog über ihre Erkrankung und ja, kann ich gerne mal hier drunter verlinken. Wen es interessiert, wie ihr sagt, liebe Grüße Marie, wenn du das Video hier siehst. Und ja, schauen wir mal, wie das so weiterläuft. Wie ihr sagt, im Moment ist mir absolut. Bin auch ein bisschen enttäuscht, nochmal in Bezug auf diese Studie zurückzukommen. Dass man mir meine ganz einfache Fragen nicht beantworten konnte, weil, gut, ich habe jetzt nur medizinisch eine Ausbildung, aber ich weiß nicht alle, ich bin ja nicht ein wandelndes Wörterbuch der Medizin. Da hat man manchmal so Fragen halt an Psychologen, die konnten mir nicht beantwortet werden, die musste ich mir dann selber rausfinden anhand von Nachlesen von Medizinbüchern. Was auch traurig ist, also mit unter anderem die Frage, die Igma hat, ob das normal ist, zum Beispiel, dass ein Agoraphobie-Patient unregelmäßig seine, also weiblich meine ich jetzt, unregelmäßig seine Tage hat. Ja, ist es. Konnte sie mir nicht beantworten. Traurig. Ja, man merkt, dass diese Thema Psychologie noch sehr weit in den Kinderschuhen steckt.
Deswegen macht man ja eigentlich so Studien, aber dazu hatte ich ja auch schon mal in einem meiner Videos gesagt, man macht die aber nicht so kurzlebig, man sollte schon was länger so Studien machen und sollte nicht einfach die Leute rausschmeißen, weil, soweit ich gehört hatte, waren da wohl noch mehr Probanden gewesen, die genauso langsam waren wie ich. Würde mich mal interessieren, ob die denen es genauso geht, dass die einfach im Stiche lassen worden sind. Ja. Lustig ist dann auch zu hören, dann ja, mir ist es eigentlich zu weit, zu Ihnen zu kommen. Kümmern Sie sich mal darum, Psychologen zu kriegen. Ja, das ist eine tolle Aussage von einem Psychologen. Ja, gut. Einerseits hat sie recht gehabt, ich musste mir dann selber einen suchen. Aber dann erstmal jemanden finden, der dann auch, ne, Termin und so was hat. Und ich glaube, das ist nicht nur in Berlin so, dass Therapeuten bzw. Psychologen überbucht sind, sag ich jetzt mal, dass sie keine Termine frei haben. Ja, bringt mir aber nichts, wenn ich jetzt ein Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre warten muss, um auf einen Therapieplatz zu warten, weil ich habe diese Erkrankung jetzt und ich will mich da nicht jetzt als besonders hinstellen. Nö, ich muss jetzt behandelt werden und nicht erst in 3 Jahren. Ja, ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was ich noch erzählen sollte. Wenn irgendwas noch sein sollte, kommen sollte, werde ich das noch hier in das Video mit anheften. Tut mir leid, dass es diesmal nur ein Quatschvideo wieder geworden ist. Wie gesagt, ich bin wieder zurückgefallen. Ich muss wieder anfangen zu üben. Meine Katze läuft hier schon wieder rum und meine kleine Knautschkuh, wa? Ihr habt sie gehört. ja, muss halt wieder von vorne anfangen. Schauen wir mal. Ich möchte mir ja Mühe geben. Ich möchte ja auch mal wieder meine Freunde, wie ihr sagt, besuchen. Ich möchte auch mal mit meinem Mann ein bisschen unterwegs sein. Da habe ich schon immer schlechte Gewissen in dem Sinne. Ja. Muss ich halt üben. Ich muss versuchen, irgendwie, dass meine Psyche mitspielt. Auch wenn es wieder schlecht läuft oder sonst was. Ich muss mich überwinden. Das ist das Problem. Nur der innere Schweinehund oder die Angst vor der Angst ist dann so stark, dass ich mich wieder zurückziehe in meine Schutzzone. Meine Schutzzone ist ja nun mal mein Zuhause. Bestimmte Räume. Und ja, that's the problem. Ja, so, gut. Also, wie gesagt, sollte noch irgendein Thema jetzt aufkommen oder so, werde ich es natürlich ranheften. Wenn nicht, dann war es das. Ich danke fürs Zuschauen. Ich danke für die Abonnementen bei Facebook, bei Instagram, bei hier YouTube. Empfehlt gerne meinen Blog weiter. Ich möchte, wie gesagt, mit diesem Thema aufklären. Ich möchte viele Menschen damit erreichen. Ja, teilt gerne, lasst ein Abo da. Ich freue mich darüber natürlich. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich werde mir jetzt mal wieder Mühe geben, mir öfters Videos zu machen. Ich wurde schon öfters darauf angesprochen, warum keine Videos mehr kommen. Damit ist jetzt im neuen Jahr natürlich, ne, das erste Video. Und schauen wir mal, wie das dieses Jahr so laufen wird. Vielleicht mache ich so ja mal mit einem Jahresrückblick oder so, dass ich das zusammenfasse, was ich so geschafft habe. Schauen wir mal. Tolle Momente natürlich mit Einverständnis der Leute, die so bei mir waren, die ich erlebt habe. Werde ich dann vielleicht mit reinbringen, mal in einem zusammengefassten Video. Das wird dann wahrscheinlich aber ein Video von 5 Stunden oder so. Nee, werde ich schon kurz halten. Ich will ja nicht, dass es zu langweilig wird. Ich möchte ja, wie gesagt, damit Leute erreichen, die das Thema halt interessieren. Gut, so, genug gequatscht. Wie gesagt, ich wünsche allen ein gesundes neues Jahr. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Empfehlt mich weiter. Lasst ein Abo da. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Video.